Ich grüße euch Leute. Heute ist tatsächlich ein Spiel erschienen, auf das ich mich schon ewig gefreut habe, was ja immer wieder nach hinten verzogen wurde und was weiß ich nicht alles. Die Rede ist von Mittelerde im Schatten, wie hieß es, Schatten des Krieges ist heute erschienen. Ist die Fortführung von dem Spiel Mittelerde Mordor Schatten, was ich damals auf der PlayStation 4 nur so genossen und verschlungen habe. Orkschnetzeln und geile Story war einfach total geil. Ich möchte mit euch heute ein Angezockt machen hier zu dem Spiel. Wir werden uns mal die erste halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem wie lange das Video halt geht, mal angucken, was so abgeht in Mordor. Aber ganz kurz, bevor wir loslegen, ganz kurz Story Mordor Schatten, dass ihr da auf ihrem Stand seid. Wir haben dort den Hauptprotagonisten Talion gespielt. Talion war in Gondor, hat dort an der Mauer gearbeitet und die Armee Saurons, die hat quasi Gondor überfallen. Und hat dort an dieser Mauer Talion getötet, seine Frau und seinen Sohn. So, Talion ist aber nicht gestorben. Talion wurde beseelt, sage ich jetzt mal, von dem Geist Celebrimbors. Celebrimbors wurde damals von Sauron himself getötet und ebenso auch seine Familie. Die beiden zusammen schmieden dann in Mordors Schatten den Plan, sich an Sauron zu rächen und kriegen dann irgendwann mit, ihr kennt das so ein bisschen Gameplay in Mordors Schatten, dass sie die Hauptmänner beseelen können, bekehren können und dass die dann für die mitkämpfen. Sie wollen quasi Mordors Armee, quasi Saurons Armee komplett töten. Am Ende von Mordor Schatten stehen sie dann dem Endgegner gegenüber, sage ich mal, der Talion und der Celebrimbor. Und zwar ist das die Schwarze Hand war das gewesen, was quasi der höchste General von Saurons Armee war. Dieser wiederum hat quasi Sauron himself, den Geist quasi, hervorgerufen und das waren quasi die der Endgegner in Mordors Schatten gewesen. Natürlich Talion Celebrimbor haben den Onkel Dorte, den Matthias, besiegt und haben quasi die Welt wieder schön gemacht. Und diese zwei haben am Ende einen Plan geschmiedet. Was nämlich noch wichtig ist, Celebrimbor hat nämlich damals den Ring der Macht für Sauron geschmiedet. Und am Ende von Mordors Schatten haben diese zwei Kollegen die Idee, einen neuen Ring zu schmieden. Aber dieses Mal ohne Einflüsse Saurons. So. Und da muss jetzt diese Geschichte ansetzen. Quasi Sauron, Geist weg, schwarze Hand weg, Talion und Celebrimbor sind dicke im Business, wollen einen neuen Ring machen und jetzt leg mal los. Und jetzt leg mal los, Mittelerde, Schatten des Krieges. Natürlich, ich nehme alles an. Ich stimme zu. Ja. Dass das Dolchring-Symbol, ich sehe das ja gar nicht, ne? Ich sehe gerade das auf meinem Fernseher und wo ich das hier aufnehme, das ganz anders aussieht. So. Neues Spiel beginnen. Wir machen natürlich auf normal. Wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Ich bin richtig gespannt. Auf jeden Fall sehen wir dort Talion. Talion wieder gespalten. Celebrimbor scheint dort recht zu sein mit dem Schmiedehammer, mit dem er den Ring für Sauron geschmiedet hat. Oh mein Gott! Wie geht diese Geschichte weiter? Ich bin richtig gespannt. Und ich mache hier eine Zusammenfassung und jetzt steht hier echt, was bisher geschah. Gucken wir uns an. Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau. Die sind wunderschön. Und einen Sohn. Und ich begrub sie, sie und jeden, der mir nahe war. Was ist mit mir passiert? Das war der Überfall. Bin ich tot? Gondor. Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Wir sind verbunden, Talion. Mein Leben und deines. Wer bist du, Geist? Ich formte die Geschichte Mittelerdes. Ich fertigte die Ringe der Macht. Celebrimbor, der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Sauron täuschte dich und brachte dich dazu, die Ringe zu schmieden. Er hat dich und deinen Nächsten gefoltert. Vielleicht ist es dieser Schmerz, der uns verbindet. Ich hätte mit meiner
Familie sterben soll. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Sauron muss besiegt werden. Die Zeit ist reif für einen neuen Ring. Bäm. Oh, bitte lass es gut sein. Ich fand den Vorgänger so geil. Die Welt der Menschen. Sie erlischt. Wer bist denn du? Ich habe es gesehen. Es gespürt. In den Feuern des Schicksalsberges schufen ein Waldläufer und ein Geist, im Tode vereint, das eine, das den dunklen Herrscher herausfordern könnte. Einen Ring der Macht. Doch Macht kann jene blenden, die sie begehren, und auch die stärksten Bande können brechen. Die Zukunft, die ich sah, darf niemals eintreten. Celebrimbor. Der Tod ruft erneut nach dir, Waldläufer. Wie lautet deine Antwort? Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Was ist, Liebste? Vergangenes ist vergangen. Es lässt sich nicht ändern. Wir müssen hier weg. Wir können gehen, jetzt. Du kommst zu spät. Wir sind bereits tot. Nein! Oh Mann! Oh Mann! Wach auf, Talion! Der Geist ruft dich. Ich rufe dich. Geist! Wo bist du? Ach was? Er erwacht. Er ruft deinen Namen. Celebrimbor. Kann ich jetzt metzeln? Talion. Talion. Ich werde dich finden. Warum gehe ich aus? Finde Celebrimbor. Zum Erschaudern. Hatte seit Tagen kein gutes Essen mehr. Speziell nicht. Meuchel! Ich muss leise sein. Diese Orks machen sich für den Krieg bereit. Hier gibt es nichts als Schatten und Tod. Spinne hier, spinne da. Halt! Schnell, Talion, rette mich. Ging's richtig nach vorne, habt ihr gesehen? Man weiß nie, was man hier findet. Erwartet. Doch wie lange noch? Hier sind schon ein paar, ne? Gehört. Du bist nur nervös. Ja.
Ich glaube, der hat... Oh, seht, der Waldläufer! Sprecht ihm die Knochen! Ich finde, was auch immer hier rumschleicht. Ich glaube, ich habe das gerade absolut nicht klug gemacht. Kann man hier irgendwie... Tyon. Ich muss auch erstmal mit der Steuer. Ich dürste es da. Erst tragen wir die Fässer her, dann zwingen sie uns dieselben Fässer zurückzutragen. Was hier ist schon richtig viel los, Leute. Tyon. Wer redet hier? Soll ich hin? Wie schön es ist, wieder Menschen zu töten. Bist du je mit Mord zu marschieren? Kann man die töten? Zu zweit? Das wollen sie auch wieder nicht, ne? Das ist eine Schleichaufzehrung. Dort ist er! Oh, jetzt ist hier Katzen-Action. Oh Leute, wir haben hier ein bisschen Stress. Und Spinnen mag ich persönlich auch überhaupt nicht, ne? Es heißt nicht Celebrimbor, es heißt Celebrimbor. Das wissen wir jetzt auch. Übrigens von der Geschichte her, zwischen Hobbit, Herr der Ringe. Nur mal so, nebenbei. Oh Gott! Celebrimbor, was hat man dir nur angetan? Du hast uns warten lassen. Lass ihn frei! Eine Spinne lässt ihre Beute nicht gehen, Waldläufer. Nicht bis sie etwas Wertvolleres im Austausch dafür hält. Oh mein Gott! Ich sag grad, ich mag keine Spinnen! Was ist dit da? Also jetzt ist es eine hübsche Spinne. Ich habe dich nicht ohne Grund hergerufen. Du wirst ihn mir zurückgeben. Sofort! Du bist tapfer. Für einen Menschen. Doch es ist nicht dein Schwert, das ihn retten wird. Wie viel bist du bereit zu opfern? Zu Ich habe bereits alles aufgegeben. Noch nicht alles. Noch nicht. Natürlich sind sie alle wieder scharf. Du willst den Ring. Du könntest ihn mir für den Geist geben. Diese Schmuckgeilheit. Um dann neben ihm in deinem Netz zu erwachen. Ich bin Kanka und ich halte mich an mein Wort. Ich würde ihn auch nicht hergeben. Der brauchen wir doch nicht diskutieren. Warte! Nein! Nein! Hier hast du ihn. Ach, jetzt stirbt er, oder was? Ich bin beeindruckt, Waldläufer. Er muss dir viel bedeuten.
Hol deine Marionette, bevor sie stirbt. Du hast uns verdammt, Talion. Ihre Macht war bereits groß, aber nun besitzt sie auch noch die meine. Ich gab meine Lebenskraft für diesen Ring. Dann müssen wir ihn zurückholen. Tanka! Der Krieg, den du suchst, ist nicht hier. Der Ring ist verloren. Nun geh nach Minas Ithil und zu den Armeen des dunklen Herrschers. Suche den Palantir. Sauron wird nicht einhalten, bis ganz Mittelerde in seiner Gewalt ist. Palantir muss beschützt werden. Schon Feuerwerk, was wir hier geboten kriegen. Minas Ithil. Ich muss wissen, ob Kankras Vision wahr ist. Erlange Macht um Sonderfähigkeit wie Drei im Kreis, Hinrichtung und Elbenlicht. Hinrichtung und ach, wir brauchen erstmal Macht. Wisst ihr, was meine Minogonia? Macht. Oh, alles wird gut, Leute. Alles wird gut. Oh Gott, Augen juckt. Wir müssen abbrechen. Oh Gott. Richtig Stress. Die Spinne sprach die Wahrheit. Gondors letzte Festung in Mordor darf nicht fallen. Niemals! Die Mucke. Der Palantir hat oberste Priorität. Wir müssen ihn finden, bevor er Sauron in die Hände fällt. Mit ihm sind seine Armeen unaufhaltbar. Das Schicksal der Stadt ist egal. Ich werde nicht zulassen, dass sie abgeschlachtet werden, wie meine Brüder am Schwarzen Tor. Wir müssen etwas tun. Die Hauptmänner auszuschalten, sollte den Gondoranern Zeit verschaffen. Und sie könnten uns zum Palantir führen. Finden wir einen Wurm und verhören wir ihn. Jetzt geht das wieder los. Sammle Ork-Informationen. Halte und bewege dich auf einen Vorsprung, um hinunterzuspringen. Der Sturz fügt keinen Schaden zu. Palantir, was weiß ich schon von sehen da? Sein Geist ist schwach. Fühl dich einfach ein wenig herum. Tu so, es sei alles in Ordnung. Ich mache hier nur meine Arbeit. Moment! Wer führt die Suche nach dem Palantir? Oh Gott! Das sind Saurons Hauptmänner. Das Feuer von Würmern gewährt dir Informationen. Drücke Kreuz, um Informationen über diesen Hauptmann zu erhalten. Genommen durch Schleichen. Durch Informationen über Hauptmänner erfährst du ihre Schwächen, wodurch du ihre Schwachpunkte ausnutzen und mit der Macht des Geistes ihre Angst verstärken kannst.
Der Hauptmann ist ein Kommandant, was bedeutet, dass er immer ein paar Fußsoldaten umgehen ist. So, was hat er denn für Schwächen? Unverwundbar ist er auf jeden Fall, Fernangriffe. Kampfeslust voll auszuspielen. Genommen durch Schleichangriffe. Kann durch Hinrichtung verwundet werden. Drücke dazu bei aufgeladener Macht. Dit und dit. Der Hauptmann, der den Suchtrupp führt, ist in der Unterstadt. Dann wird er nicht weit kommen. Okay. Wir verschwenden unsere Zeit hier. Jetzt gucken wir uns erstmal. Oh, Steuerung müssen wir erstmal wieder gucken, ne? Du solltest eigentlich hier die Leiter hoch, was keine Leiter ist, deshalb gehst du da auch nie hoch. Aber da geht er doch hoch, oder? Das ist doch hier das perfekte Spiel, um sich ein bisschen auf Assassin's Creed einzustimmen. Wo sind denn hier ein paar Knilche? Dort ist einer. Sie verteidigen die Mittelstadt. Und verstecken. Hat jetzt auch keinen so richtig interessiert, ne? Da hinten ist einer. Seht ihr den? Auf der Karte? Auch der ist weg. Da ist ein Wurm, den wir wieder verhören können. Das ist ja natürlich. Ah, die kann man ja anlocken. Schleicht da jemand umher? Oh, Schnarchen. So, und jetzt will ich ihn verhören. Auf die Knie. Sprich! Über wen wollen wir denn was erfahren? Hier. Tuka. Schleichtodesstöße und Fernangriffe, was wir ja gar nicht haben, ne? Erzürnt durch Graux. Okay. Töte ihn! Das ist schon ein bisschen gemein, ne? So. Da haben wir den nächsten frisch gemacht hier auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt schon wieder im Spiel, Leute. So, wir müssen nur mal gucken, wo der Knollo dort hinten so hinguckt. Der da. Locken wir ihn an. Hättest du mal dein Maul gehalten? Jetzt sitzen wir in der letzten Reihe fest. Geht wieder nicht, ne? Alle haben gelacht. Es war's wert. Ah, doch, jetzt, hä? Wir müssen hier erstmal das Gebiet säubern. Los, Schwein! Es geht doch nichts darüber, mal so ein paar Orks zu schnetzeln. Ah, da kommt der nächste. Latscht der auch zum Feuer? Die beste Rüstung in ganz Mordor und sie kratzt trotzdem. Okay, den lass mal jetzt mal. Ich habe etwas gesehen. Oh. Hinrichten! Okay, der scheint tot zu sein. Aber da sind ja nun mal ein paar Knilche, ne? Da müssen wir nun mal einfach ein bisschen aufpassen. Klettert der hier hoch? Nee. Da ist ein Wurm? Wo ist hier der Bösewicht? Okay, 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 okay. Der Dorte stört uns dann doch noch ein bisschen. Wo will denn der hin? Oh, hier treibt sich ein Mörder herum.
Seid wachsam! Wir finden den Schuldigen! Mir egal, wen oder was ich finde, aufgeschlitzt wird es so oder so. Habt ihr das gesehen? Wir brauchen Input. Input, Leute. Machen wir erstmal eine Reihe fertig hier, wa? Der sagt mir irgendwie noch was. Anfällig gegenüber Briten, Hinrichtung, Weichschädel. Ist quasi ein kompletter Klon. Okay. So, jetzt haben wir mal geschmeidig alles getötet. Oh. Da sind welche. Weißt du, mir gefällt diese Stadt. Ich würde gerne hier bleiben. Du bist verrückt, der Gestank des Menschen. Ich weiß ja nicht mal, wie die Steuerung geht. Das geht vorüber, sobald die Reichweite loswerden. Also hier macht er so. Hier macht er so. Das war hier so gucken, okay. Hier greift er. Das ist Schleichen. Wir wissen nur nie, was Abwehren ist. Leute, wir suchen den Kampf. Menschendreck, das ist der Grabwandler. Ich dachte, er sei tot. Ist er auch? Talion, der Bogen. Ach was? Halte L2 gedrückt um den Bogen, gedrückt um einen Schuss mit enormem Schaden. Schon so ein bisschen King Dingeling mäßig wieder unterwegs. Sind hier Pfeile? Der Palantir ist ein mächtiges Artefakt. Wenn wir ihn besessen, könnten wir das Blatt wenden. Sehr gut. Na Leute, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Wir wollen uns doch auch wenigstens in dem ersten Video schon mal eine kleine Meinung bilden hier. Pfeile? Wir sind anscheinend voll. Ja, da unten steht es auch 5 von 5. Verlass die Auftragsgegend? Nein! Ach, wir hätten hier Sinne oder irgendwas einsetzen müssen? Aha! Bin ich mal cool? Bäm! Wir müssen ihre Hauptmänner ins Visier nehmen. Die sollen irgendwo Pfeile sein. Wieso brenne ich? Nur weil mal kurz Jacke in Brand? Oh mein Gott! Spürt doch schon wieder irgendwas. Ja, Steuerung ist wie gesagt auch schon ewig her, wo ich den anderen Teil gespielt habe, ne?
Oh, hier ist ja jetzt schon ein bisschen Action, oder? Das ist auf jeden Fall. Er ist nah. Die Geisterwelt wird ihn offenbaren. Die Geisterwelt? Oh! Hork. Der ist Stufe 6? Ist jetzt auch nicht so ein netter Zeitgenosse, ne? So. Ich würde sagen. Als allererstes. Müssen wir besser werden. Also Zweit kann man bestimmt nie gleich tot machen, ne? Komm ich hier rüber? Jede Bleiche und die Schwindel wandert in den Käfig. Oh, ich soll quasi wirklich ihn töten, bevor ich jetzt hier auf King Dingeling mache und alles abmorchel. Naja, gut, naja, gut. Schleichattacken mag er nicht. Also. Das wäre ja gleich Jacke in Brand, oder? So, jetzt müssen wir hier nur mal gucken. Hat ja nun mal auch schon so ein paar Leute mit sich, ne? Er ist rund und er ist blau. Oh Gott. Sie nennen ihn den sehenden Stein. Wenn ihr ihn seht, kommt ihr zu mir. Fasst ihn nicht an. Ich sage es noch einmal. Fasst ihn nicht an. Wenn er euch nicht umbringt, tu ich es. Da ist der Klon auf jeden Fall. Ich habe mir irgendwo ein Schlückchen Kopf aufgebracht. Ich weiß es nicht. Der kann richtig hochklettern. Nein! Oh, ich habe viel von dir und deinem Geist gehört. Davon, dass du nicht sterben kannst. Finden wir heraus, ob es stimmt. Alter, das war jetzt ein bisschen blöd. Gott, ich komme noch nicht klar. Mal den Rest hier noch frisch. Was ist denn das? Durch das Besiegen von Hauptmännern kann Celebrimbor mächtige Ausrüstung spielen. Du kannst deine Ausrüstung im Inventar verwalten. Oh!
Mit Ausrüstung kannst du deinen Einfluss erhöhen und deine Fähigkeit verstärken. Siege gegen mächtige Hauptmänner bringen dir hochwertige Ausrüstung ein. Drücke Kreuz. Neue Ausrüstung. Na. Schleichen? Ach so. Naja, und dann wählen wir doch den Schicken aus. Mhm. Was tust du hier ganz allein? Mein Kommando ist in der Unterstadt in eine Falle geraten. Wie viele wart ihr? Nicht genug. Minas Ithil steht noch. Uns droht der Verlust der Mittelstadt. Sie schließen das Tor, falls noch nicht geschehen. Wir müssen dort hoch, so schnell wir nur können. Ich werde dir folgen. Warte. Wie ist dein Name? Idri. Talion. Versuch Schritt zu halten, Talion. Wir haben schon genug Männer verloren. Ja, dann folg mal ihr mal. Hörst du das, Waldläufer? Sie schließen das Tor. Dann wagen wir uns ein Pfad hinauf. Karandor wird unsere Hilfe brauchen. Bewegung! Schneller geht nie. Gott, sichere die Gegend, um den Feldwebel zu retten. Alles klar! Gott, das Horn Gondors. Es ist wie in Kankras Vision. Wenn Saurons Armeen den Palantir erlangen, wird ganz Mittelerde dasselbe Schicksal ereilen. Ja, ich bin noch auf dem Weg. Es sieht nicht gut aus. Das tut es schon seit Wochen nicht. Seine Mannen sind bei der Arena. Wir müssen ihnen helfen. Aus dem Weg! Zählt auf den Leitläufer und auf die Kleine! Wir haben die Mittelstadt verloren. Versammelt euch am Tor! Oh mein Gott! Metzelt diese feigen Tags nieder auf das Tor! Rettet Minas Ithil! Gott, das Horn wird schon wieder geblasen. Hier ist richtig Stress. Jetzt drängelt doch mal hier nie so. Ist hier ein Marathon? Folgt uns! Das Tor schließt sich gleich! Wir sind direkt hinter euch! Findet sie alle! Spaltet sie alle! Bleibt und ich schenke euch ein! Sag mal, wo rennt denn die hin? Alter! Die Mittelstadt ist verloren! Wir ziehen uns zurück! Los, los! Hier zieht sich Keda zurück. Wir ziehen uns zurück! Sichere die Gegend. Wenn ich was kann, dann ist es in die Gegend sicher. So richtig langweilig, ne? Warum kann er denn nicht hier so seine geile Meuchelattacke machen? Wo ist er denn schon wieder? Die macht einen Stress. Die hängt hier ja am Arsch, ne? Ich würde ja schneller machen, aber deine Kumpis gehen mir hier ganz schön auf den Sack. Das ist unsere Chance! Leute! Nicht dränge! Oh oh! Hat schon drauf die Kleine, ne? Hart mit seinem Kopf! Puh.
Oh oh. Schnell! Durch das Tor! Schnell, sonst ist Brett dran! Was tust du da? Ich komme nach. Geh! Er macht jetzt wieder ihn auf King Dingeling. Lass die Schützen Unterstützung geben. Gucke an. Heftiger Angriff. Halte Viereck gedrückt, um was bis Glief erscheint. Und lass dann los, um einen heftigen Angriff auszuführen. Aha. Hier richtig Stress, Leute. Stand irgendwas Cooles mit Hinrichtung und ich hab's wieder nie gerafft. Die Mittelstadt ist verloren. Wir haben ihnen schwere Verluste zugefügt, doch wir konnten sie nicht halten. Dann entscheidet sich unser Schicksal hier. Der innere Wall ist der stärkste und wir haben genug Schützen. Wir sind den Ork sowohl in Zahl als auch in Stärke unterlegen. Oh, wir haben Saurons Truppen schon einmal aufgehalten. Doch wir mussten viele Verluste hinnehmen. Ja, mussten wir. Geh zur großen Halle. Sichere die Relikte. Ich gehöre hierhin. Sorg dafür, dass sie heil in Henethanunan kommen. Ist das ein Befehl? Versteh doch, Idri. Wir müssen schützen, was uns kostbar ist. Um jeden Preis. Ja. Das ist ein Befehl. Aha. Dann werde ich ihn befolgen. Doch beim nächsten Angriff stehe ich wieder am Wall. Ein Waldläufer vom Schwarzen Tor? Ich dachte, ihr wärt alle tot. So ist es auch. Wenn du gekommen bist, um Minas Ithil zu verteidigen, dann melde dich bei Hauptmann Baranor. Ich will nicht eurer Armee beitreten, General. Ich suche den Palantir. Er muss beschützt werden. Beschütze die Stadt, dann ist auch der Palantir sicher. Allerdings attackieren unsere Kommandos feindliche Hauptmänner in der Unterstadt. Ihr wollt Terror in ihren Reihen verbreiten? Ja. Es wird Zeit, dass sie lernen, was Furcht ist. Ja, bitte? Die Männer sind versammelt, General. Auftrag abgeschlossen. Fähigkeitspunkte erhalten. Ja. Da guck mal doch nochmal, ne? Du hast genügend Fähigkeitspunkte EP gesammelt, um einen neuen Fähigkeitspunkt zu erhalten. Du kannst Fähigkeitspunkte ausgeben, um neue Fähigkeiten. Okay. Ein Fähigkeitspunkt. Echt jetzt? Ich kann nur das auswählen. Gewandtheit der Elben. Halte Kreuz gedrückt, um die Fähigkeit Gewandtheit frei. Drücke am oberen Ende der Kletterpartie, um über den Rand zu hechten. Naja, muss ich ja nun mal nehmen. Wir müssen den Palantir bergen. Die Stadt ist schwach und sie wird nicht mehr lange halten. Wir können die Gondoraner nicht im Stich lassen. Kastamir hat recht. Schützen wir die Stadt, schützen wir den Palantir. Sieh. Die Türme tragen sein Zeichen. Diese Türme gehörten einst mir. Jetzt dringt Saurons Verderbnis über die Grenzen Mordors hinaus. Er verhöhnt mich. Sie sind sein Augenlicht. Nicht ohne den Palantir. Die Belagerung von Minas Ithil. Sichere den Palantir. Schließe Aufträge ab, damit der Palantir nicht in Saurons Hände fällt.
drücke, um Gebietskarte anzuzeigen. Ach, das sind dann Aufträge hier. Unbekannter Hauptmann. Besiege HD, um Schnellreisepunkt freizuschalten. Werden durchwimmen. Außerdem treten viele Hauptmänner herum. Blablabla, bla, bla, du findest Hauptmänner Schädelsymbol sind die Erzfeind Aufträge und markierte. Leute. Hier ist richtig viel zu tun. Hier ist richtig viel zu tun. Naja, gut, naja, gut. Ah, hier ist Auftrag, alles klar. Wir werden seinen Griff um Minas Ithil lösen. Wir werden das Blatt wenden. Okay, Leute, das soll es gewesen sein. Wir wollten ja quasi mal reingucken in das neue Spiel Schatten des Krieges. Bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Ist halt wieder wie im ersten Teil, Mordor Schatten, Hauptmänner töten, Nebenaufgaben machen, Fähigkeitsbaum, Steuerung, muss ich mich noch dran gewöhnen. Ist halt, man will automatisch wie Assassin's Creed spielen in dem Spiel, das ist das Problem. Aber ein bisschen anders funktioniert dann doch. Kampfsystem ist typisch Batman-mäßig. Ich habe da gesehen, hier wieder mit Dreieck abwehren und bla bla bla. Gefällt mir aber richtig gut. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich noch ein paar Folgen zu dem Spiel machen werde, weil es mir doch schon ziemlich gefällt. Und ja, ich würde sagen, Leute, wenn euch das Spiel gefällt, wenn ihr es euch auch gekauft habt oder so, schreibt mir das ruhig mal in die Kommentare. Tät mich mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Meine ist bis jetzt, wir haben jetzt quasi eine Dreiviertelstunde reingeguckt, durchaus positiv. Es kommt sehr gut rüber. Grafik geil, Ton geil. Ja, und wenn man so ein Herr der Ringe fliegt, ist es sowas eh immer geil. Ne? Also das muss man einfach mal so sagen, Leute. Jo, Leute, das soll's gewesen sein. Ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt und würde sagen, ja, wir sehen uns an anderer Stelle wieder. Macht's gut, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche, Leute. Haut rein, ciao.